WDR 3 Hörspiel. Absolut nichts. Geben Sie es auf, Lawrence. So viel Sie auch an der Feinanstellung des Mikroskops rumfummeln. Sie werden doch nichts finden. Eine sonderbare Welt, nicht wahr? Keine Krankheitserreger, keine Läuse, keine Fliegen, keine Ratten, keine... Marsianische Sandfäule, keine veganischen Hirnparasiten, kein Erreger von Staubwundbrand wie auf Avalon. Ich weiß, was Sie meinen, Dave. Aber ich kann es einfach nicht glauben. Es ist mir... irgendwie zu perfekt, sagte Gott und entschied sich dafür, dem Teufel eine Chance zu geben. Verdammt nochmal, Lawrence. Warum können Sie sich nicht einfach wie wir anderen daran erfreuen? Begreifen Sie doch endlich. Dieser Planet ist ein Paradies. Vielleicht war es diese Welt, die unsere Vorfahren einst verlassen haben. Jener Ort, den man den Garten Eden nennt. Verlassen ist gut. Sie wurden rausgeworfen. Sie immer mit Ihren Spitzfindigkeiten. Aber vielleicht müssen wir wirklich erst rausgeworfen werden, um den wahren Wert einer solchen Idylle schätzen zu lernen. Wahrscheinlich haben Sie recht. Verdammt nochmal, gegen Planet Blau wirkt die Erde fast wie eine Wüste. Unberührte Wälder, Blumenmeere, Wasserfälle und hängende Moosteppiche, murmelnde Bäche, Seen mit kristallklarem Wasser. Vielleicht erhält Planet Blau wirklich den Namen Paradies oder Eden. Und ich möchte gar nicht daran denken, dass vielleicht schon in einigen Monaten die ersten Touristen mit ihren Bier- und Cola-Dosen, ihren Papiertaschentüchern und Hamburger-Schachteln hier eintreffen. Die Siedler, die diesen Garten mit ihren Motorpflügen in einen Kartoffelacker verwandeln werden. Ich wusste ja gar nicht, dass Sie im Grunde Ihres Herzens ein Idealist sind. Vielleicht wollten Sie deshalb um jeden Preis beweisen, dass dieser Planet nichts für uns Menschen ist. Ach Quatsch. Aber ich werde vor einem abschließenden Bericht noch 2 Testdurchläufe machen. Vielleicht stoße ich doch noch auf einen gefährlichen Krankheitserreger. Ja, bitte? Kommandant Major Wood und Projektleiterin Morrison sind eingetroffen. Sollen reinkommen. Na, meine Herren, wann kann ich mit Ihrem Abschlussbericht rechnen? Hallo, Lawrence. Hallo, Mr. Franklin. Hallo, Major. Stella, wollen Sie sich nicht setzen? Soll ich die Kaffeemaschine anschmeißen oder möchten Sie lieber einen Tee? Nein, nein, wir hatten nicht die Absicht, uns lange aufzuhalten. Franley, Sie haben wieder getrunken. Ihre Schnapsfahne weht Ihnen 3 Meilen gegen den Wind voraus. Ich trinke nur Whisky, Major. Keinen Schnaps. Und natürlich nie im Dienst. Im Übrigen muss ich Sie darauf hinweisen, dass ich Gott sei Dank Biologe im zivilen Dienst der Station Blau bin. Und nicht Ihnen... sondern Mrs. Morrison verantwortlich. Dafür können Sie Gott wirklich danken. Mrs. Morrison verantwortlich bin. Ich unterstehe nicht Ihrem Kommando. Täuschen Sie sich nicht, Friendly. Jeder auf diesem Planeten untersteht meinem Befehl. Sogar unsere Mrs. Morrison. Stimmt's, Mrs. Morrison? In Notsituationen, Major Wood. Ja, die es auf Blau nicht gibt, wollen Sie sagen, was? Naja, damit dürften Sie sogar recht haben. Und länger als ein paar Wochen dürften wir ohnehin nicht mehr miteinander zu tun haben. Sobald alle Abschlussberichte der Abteilung vorliegen, ist unsere Mission beendet. Vergessen wir deshalb diesen kleinen Streit. Mr. Friendly ist ein ausgezeichneter Biologe. Bitte ein paar Nummern kleiner, Chef. Und es gab bisher keinerlei Grund, seine Arbeit zu beanstanden. Was ich nur bestätigen kann. Schon gut, es geht mich wohl wirklich nichts an. Also, meine Herren, gehen wir wieder an die Arbeit. Wann kann ich mit Ihrem Bericht rechnen? Wir machen noch 2 abschließende Testserien. Ich denke, der Bericht wird in 3, spätestens 4 Tagen auf Ihrem Schreibtisch liegen, Major. Ausgezeichnet. Kommen Sie, Mrs. Morrison? Ja. Dieses aufgeblasene Schlachtschiff. Hey, Sie wissen doch, dass er Sie auf dem Kieker hat. Konnten Sie nicht wenigstens heute mal auf den Schluck aus der Pulle verzichten? Immerhin war er so rücksichtsvoll, seinen Besuch vorher anzukündigen. Das verstehen Sie nicht, Lawrence. Oh doch, ich... Bitte, ich möchte jetzt nicht wieder darüber reden. Okay, okay. Aber nehmen Sie sich vor Wood in Acht. Er ist ein sturer Kommisskopf und gefährlich. Er hat hier die Macht.
und einigen Einfluss über diesen Planeten hinaus. Ich nehme ihn keineswegs auf die leichte Schulter. Ich, um ehrlich zu sein, ich habe sogar Angst vor ihm. Aber ich habe mir geschworen, dass er mich nicht kleinkriegt. Ich... Moment mal. Lawrence? Das kann doch nicht wahr sein. Was haben Sie denn, David? Warum starren Sie zum Labortisch? Es war nichts. Ich sollte wirklich die Finger vom Alkohol lassen. Ich verstehe kein Wort. Ist Ihnen nicht wohl? Sie sehen aus, als hätten Sie einen Geist gesehen. Einen Moment lang glaubte ich, Ihr Mikroskop habe sich bewegt, sich irgendwie deformiert. Vergessen Sie es. Die Sache mit Wood hat mich durcheinander gebracht. Ein Mikroskop, das sich bewegt, also wirklich, David. Nochmals, vergessen Sie, was ich gesagt habe. Ich hole die restlichen Objektträger aus dem Kühlraum, bin gleich wieder da. Ja. Gut, dass der Major das nicht mitgekriegt hat. Wirklich sowas. Verdammt, wer hat denn die Tiefenschärfe des Mikroskops da? Bei Gott! Das darf... Hilfe! Friedli! Bestelle! So, helfen Sie mir! So! Passiert. Sie zittern ja wie Espenlaub. Bitte, Mr. Horn, hantieren Sie doch bitte nicht mit dem Handlaser herum. Laser? Ach so. Ja. Endlich einmal hat sich eine der Vorschriften des Majors als nützlich erwiesen. Keine Sorge, ich stecke ihn wieder ins Halfter. Also, was war los? Haben Sie doch noch was Gefährliches entdeckt? Was? Oh ja, so könnte man es wohl ausdrücken. Mein Mikroskop. Ein Mikroskop? Was ist damit? Es ist nirgends zu sehen. Es ist weg. Weg? Wo ist es denn? Ich habe es zerstrahlt. Was haben Sie getan? Ja, aber warum denn, Lawrence? Es hat mich angegriffen. Es wollte mich erwürgen. Verstehen Sie mich denn so an? Miss Taylor, Sie müssen es doch noch gesehen haben, als Sie in den Raum stürzten. David, es war Ihr Mikroskop, das, von dem Sie meinten, es hätte sich bewegt. David, Sie hatten recht, verstehen Sie denn nicht? Verzeihung, Mr. Hall, aber ich habe nur gesehen, dass Sie mit dem Laser herumfuchtelten. Verstehen Sie? Er hat wirklich geschossen. Ein Stück Fußbodenbelag ist verbrannt. Mir ist nicht zu erkennen. David, so hören Sie doch endlich zu. Das Mikroskop, das sich bewegt hat, das sich deformiert hat. Sie müssen eine Halluzination gehabt haben. Nehmen Sie es leicht. Das kann jedem mal passieren. Ach übrigens, das schwarze Ding dort hinter dem Computer ist wohl nicht zufällig Ihr Mikroskop, wie? Was? Wo? Aber... Aber das ist doch unmöglich. Sehen Sie, ich kann es sogar streicheln, ohne dass es mich beißt. Das reicht. Ich gehe jetzt zu Major Wood. Tun Sie es nicht, Lawrence. Was immer Sie gesehen haben und gesehen zu haben glauben, ohne Beweise wird Wood Sie auslachen, günstigenfalls. Wie sollte er Ihnen glauben, wenn nicht einmal wir... Entschuldigung. Wenn selbst Sie beide mich für verrückt halten, wollten Sie sagen, ja? Bis später. Ich bin bei Major. Bitte, Mr. Hall, sollten Sie sich vorher nicht noch einen Psychotest unterziehen?
des Militärkommandanten, ja bitte? Hier ist Hall, Lawrence Hall vom ZSB 1. Ich muss dringend dem Major sprechen. Der Kommandant leitet eine Besprechung. Ich habe Anweisung, ihn nicht zu stören. Aber es ist wichtig. Ich kann Ihnen nicht helfen. Rufen Sie später wieder an. In 2 Stunden dürfte die Besprechung vorbei sein. Alte Ziege. Was nun? Naja, schaden kann's eigentlich nicht. Bitte geben Sie Ihren geheimen Code ein. Guten Tag, Mr. Hall. Sie wünschen einen Psychotest? Nehmen Sie bitte die Sonde A und umklammern Sie sie mit der rechten Hand. Danke. Warten Sie bitte 5 Sekunden. 5 Sekunden. Daten ausgewertet. Schwerwiegende Störung. Ihr Instabilitätsindex liegt oberhalb Faktor 10. Also im Gefahrenbereich. Ja, die kritische Grenze ist Faktor 8. 10 ist äußerst ungewöhnlich, besonders für Sie. Sie liegen sonst bei 4. Ich weiß. Ich benötige weitere Daten. Bitte reden Sie. Nein, ich wollte einen Test, keine Therapie. Die Einbeziehung von weiteren Daten gehört zum Test und ist noch keine Therapie. Es ist dem Testobjekt nicht erlaubt, Informationen zu unterschlagen. Mit Ihrer Handlungsweise verfälschen Sie meine Diagnose. Ach, leck mich doch, du Schrotthaufen. Mein Speicher sagt mir, dass dies eine Beleidigung sein sollte. Aber Maschinen kann man nicht beleidigen. Seien Sie bitte kooperativ. Nein! Hast du anhand der vorliegenden Informationen herausfinden können, ob mein seelisches Gleichgewicht gestört ist, so sehr, dass ich Halluzinationen haben könnte? Es gibt Hinweise auf gravierende psychische Störfaktoren. Über ihre Bedeutung, ihre Herkunft oder ihre Auswirkungen kann ich Ihnen derzeit allerdings nicht sagen. Danke. Ich bitte Sie nochmals. Ach, hier steckst du also. Ich hab dich schon bei Major Wood gesucht. Dort wäre ich auch, wenn man mich gelassen hätte. Ja. Ja, ich weiß. Da weißt du wohl ohnehin schon alles. Es scheint sich schnell herumzusprechen, dass ich Dinge sehe, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt. Nun komm, alter Brummbär. Ja, ja, stimmt. Friendly rief mich aufgeregt an und bat mich, dich daran zu hindern, dich beim Major zum Narren zu machen. Dummerchen. Er hat wirklich recht. Sag mal, stimmt es wirklich, was er mir erzählt hat? Ja, verdammt nochmal. Ich bin übergeschnappt, bilde mir ein, dass ein Mikroskop mich würgen will und veranstalte Schießübungen darauf. Lawrence, du glaubst tatsächlich, dieses Mikroskop sei lebendig gewesen, eine Bedrohung? Hör zu, Liebes, vielleicht stimmt mit mir wirklich etwas nicht, aber wenn es objektiv so war, wie ich es subjektiv erlebt habe, dann ach, ich weiß überhaupt nichts mehr. Komm, entspann dich erstmal. Wie wär's mit einer heißen Dusche? Und dann reden wir in Ruhe darüber. Vielleicht gar keine schlechte Idee. Schon überzeugt, Schatz. Bis gleich. Ich mache uns inzwischen einen Tee, ja? Ja, ja. Hat dir Franklin eigentlich auch erzählt, dass er vorher selbst gesehen hat, wie sich das Mikroskop bewegte? Was? Nein, nein, kein Ton. Ich habe deine Antwort nicht verstanden. Nein, davon hat er nichts erwähnt. Er schuft. Stella, gibst du mir mal das Badehandtuch? Es hängt zum Trocknen über der Heizung. Ja. Welches der beiden willst du denn haben? Ist egal. Sehen sowieso beide gleich aus. Ja, rasch. Hast du ihm gesagt, dass 2 Handtücher über der Heizung gingen? Oh nein! Hilf mir! Stella! Wo ist meine Waffe? Lawrence.
ist denn passiert? Du hast nichts mehr von dem Kampf mitbekommen? Oh Gott, fängt das alles nochmal von vorne an. Genauso war es im Labor. Ich stehe da wie ein Trottel, weil ich keine Beweise habe. Verdammt nochmal, Stella, das verdammte Badetuch wollte mich umschlingen und unterdrücken. Ich konnte mich gerade noch befreien und schießen. Den Schuss habe ich gehört, aber Lawrence... Ja, ich kann nichts dafür. Das Ding ist förmlich verpufft, spurlos verschwunden. Wie das Mikroskop. Ist doch schon gut. Aber, Moment, Liebes. Du hast doch gesehen, dass zwei Badetücher über der Heizung hingen. Ja. Na und? Ich hatte aber nur eines. Stella, du musst dich daran erinnern. Du bist mein Zeuge. Ich habe kein zweites Badetuch besessen. Warum sollte ich auch? Sei nicht böse, Lawrence. Aber ich habe nie auf die Anzahl deiner Badetücher geachtet. Ich kann dir nicht helfen. Sie sahen aber beide gleich aus. Das hast du selbst gesagt. Das ist doch bei Badetüchern nichts Besonderes, oder? Nun komm. Stella. Wir prüfen jetzt gemeinsam, ob das andere Tuch in Ordnung ist und ich rubbel dich ab. Dann trinken wir Tee und reden in Ruhe über alles. Hm? Abrubbeln, lieben gern, Tee trinken und alles nochmal besprechen auch gerne. Aber Stella, du kennst mich. Danach stehe ich bei Wood auf der Matte, ob seine Besprechung nun zu Ende ist oder nicht. Für die eigentliche Stadt mit ihren Industrieanlagen. Die Erzvorkommen in nächster Nähe. Unbegrenzt viel Wasser für die Produktion. Richtig, ja. Und das nahe Waldgebiet bietet ideale Bedingungen für die Freizeitaktivitäten der Beschäftigten. Mhm. Und sollte man es vorziehen, aus dem Wald lieber Zeitungspapier zu machen, so ist das nicht unser Problem. Gute Arbeit, Mrs. Stolz. Danke. Ich schlage vor, dass wir nun... Ich habe doch ausdrücklich angeordnet, dass ich nicht gestört werden will. Es ist nicht meine Schuld, Sir. Ich konnte ihn nicht aufhalten. In wenigen Sekunden trifft Mr. Hall bei Ihnen ein. Na, der kann was erleben. Major Wood! Hallo. Was fällt Ihnen ein, Mann? Sie wagen es, sich über meine Befehle hinwegzusetzen. Jetzt hören Sie erst mal mir zu, verstanden? Und diesen Kasernenhofton möchte ich mir verbeten haben. Kommen Sie zur Vernunft, Mr. Hall. Darf ich Sie übrigens darauf hinweisen, dass Sie eine Waffe tragen? Im militärischen Bereich dieser Station ist dies nur Militärangehörigen gestattet. Ich hielt es für ratsamer, Sie bei mir zu behalten. Ja. So. Sie hielten es für ratsamer. Hall, wenn Sie nicht auf der Stelle eine sehr gute Erklärung für Ihr Verhalten anzubieten haben, gibt es ein böses Nachspiel für Sie. Ich verspreche es Ihnen. Ich möchte Sie bitten, Alarmstufe Rot für die gesamte Station anzuordnen, Major. Ach so. Ach so ist das. Und warum wohl, bitte? Auch wenn es Ihnen schwerfallen mag, mir zu glauben, es kann lebenswichtig für uns alle sein, dass Sie es tun. Ah ja. Vor 2 Stunden hat ein etwas, das aussah wie ein Mikroskop, versucht, mich zu erdrosseln. Und vor etwa 1 Stunde ist mir das Gleiche mit einem Badetuch passiert. Oh. Sie führen ein weitaus abenteuerlicheres Leben, als ich dachte, Mr. Hall. Selbstverständlich wollen Sie uns Ihre erstaunlichen Feinde nun vorführen. Ich bitte darum. Ich stünde nicht vor Ihnen, wenn es diese Feinde noch geben würde. Ich habe sie zerstrahlt. Ah ja. Gewiss gibt es Überreste, die man analysieren kann. Leider nein. Sie wissen, dass bei einem Laservolltreffer selten etwas zurückbleibt. So ja. Wer sind Ihre Zeugen? Ich habe keine. Ah. Das eine Mal war Mr. Friendly und Miss Taylor in nächster Nähe, das andere Mal Mrs. Morrison. Aber die entscheidenden Ereignisse habe ich allein erlebt. So. Und damit hat es sich, ja? Nicht ganz. Mr. Friendly hat noch vor und unabhängig von mir beobachtet, dass sich das Mikroskop bewegte, sich deformierte, wie er sich ausdrückte. Friendly. Na gut. Labor ZSB-1, Friendly. Major Wood, hören Sie, Friendly. Ich brauche eine Auskunft von Ihnen.
Ihr Kollege Hall ist bei mir und faselt etwas von angriffswütigen Mikroskopen und Badetüchern. Er sagt, Sie hätten gesehen, wie das Mikroskop sich, deformiert hat. Stimmt das? Tut mir leid, Major. Ich habe nichts dergleichen gesehen. David, warum lügen Sie? Sie haben gehört, was er gesagt hat. Ach, ich habe hier etwas, zu dem Sie sich äußern sollten, Hall. Ein Bericht vom Diagnose-Roboter. Wurde mir vor gut einer Stunde hereingereicht. Hier steht, dass Ihr psychischer Stabilitätsindex auf über 10 gestiegen ist. Naja, das erklärt dann wohl alles, oder? Moment mal! Gut gemacht, Leutnant Fulton. Geben Sie mir sofort meine Waffe zurück! Glauben Sie mir, es ist Ihrem eigenen Besten. Solange Sie für Ihre fantastische Geschichte keine Beweise vorlegen können, müssen wir annehmen, dass Sie unter Wahnvorstellungen leiden, Mr. Hall. Und der Planet ist noch zu wenig erforscht, als dass wir es uns leisten könnten, Psychotiker frei herumlaufen zu lassen. Ganz abgesehen von den Gefahren für Leib und Leben des Personals dieser Station. Vielleicht bilden Sie sich das nächste Mal ein, Mrs. Dodds hier oder Leutnant Fulton oder gar ich selbst hätten versucht, Sie zu erwürgen und schießen auf uns. Leutnant Fulton, bringen Sie ihn einstweilen im Sicherheitstrakt unter. Wir werden ihn baldmöglichst zur Erde abschieben, damit er dort untersucht werden kann. Dafür werden Sie sich verantworten müssen! Mensch, was für ein Kurs! Was machen Sie los? Helfen Sie mir! Nun, Mrs. Morrison, was haben Sie auf dem Herzen? Tun Sie nicht so. Sie wissen, weshalb ich hier bin. Nein. Tut mir leid, ich bin kein Hellseher. Moment. Lassen Sie mich raten. Es hat doch nicht am Ende etwas mit diesem Hall zu tun. Kompliment. Genau. Sie scheinen tief zu stapeln, was Ihre hellseherischen Talente betrifft, mein Lieber. Bilden Sie sich bloß nicht ein, dass ich ihn freilasse. Der Kerl ist eine Gefahr für die Allgemeinheit. Abgesehen davon würden schon seine gravierenden Verstöße gegen die Vorschriften im militärischen Sektor der Station genügen, ihn hinter Schloss und Riegel zu bringen. Nun machen Sie aber mal einen Punkt, Major. Freuen Sie sich, dass er überhaupt noch lebt. Was soll das heißen? Die Wache vor meinem Büro wäre berechtigt gewesen, ihn niederzuschießen, als er sich gewaltsam Zugang zu meinen Räumen verschaffte. Das wäre Mord gewesen. Durchaus nicht. Er war bewaffnet. Lesen Sie die Militärverordnung. Ach, ein Stück Papier. Das Sie ernst nehmen sollten. Es ersetzt nicht Vernunft und gesunden Menschenverstand. Das sagen Sie mir. Ja. Sagen Sie es Ihrem Geliebten. Mein Privatleben geht Sie nichts an. Hat die Sorge um Ihren... Ihren Freund... Mitarbeiter, ich bin seine Vorgesetzte. Umso peinlicher. Sie werden unverschämt, Major. Ich bitte um Entschuldigung. Ich bin hier, weil Mr. Lawrence Hall, Doktor der Biologie und Leiter der biologischen Abteilung des zivilen Sektors dieser Forschungsstation, von Ihnen eigenmächtig, ohne Anhörung eines Gremiums und ausreichenden Untersuchungsbefund in Haft genommen wurde. Falsch. Als psychisch Kranker wurde er lediglich von der Allgemeinheit isoliert. Nennen Sie es, wie Sie wollen. Auch dazu waren Sie nicht berechtigt. Wenn die Sicherheit der Station es erfordert, bin ich zu allem berechtigt. Na schön. Im Vorzimmer wartet Mr. Friendly. Er will seine Aussage widerrufen. Er hat gesehen, wie sich das Mikroskop bewegte. Mal so. Auf solche Aussagen pfeife ich. Major, es gibt Grenzen. Auch für Sie. Gemäß Artikel 17 des Statuts für interstellare Forschung fordere ich Sie auf, einen Untersuchungsausschuss zu bilden. Ja? Sie müssen sofort kommen, Sir. Na, wer zum Teufel spricht da? Entschuldigung, Sir. Sergeant McGill, Sir. Es ist etwas Schreckliches passiert, Sir. Leutnant Fulton, nun, Sir. Reden Sie schon, Mann. Ein Teppich hat ihn angegriffen, Sir. Was? Er hat ihm beide Füße abgefressen. Thank you.
Setzen Sie sich doch, Mr. Hall. Hall, ich hoffe, Sie mussten durch mein übereiltes Vorgehen keine allzu großen Unannehmlichkeiten in Kauf nehmen. Und damit ist der Fall für Sie erledigt, ja? Ich bitte um Entschuldigung. Ja, dazu haben Sie Anlass. Lawrence, bitte. Für diese Dinge ist später noch Zeit. Beschäftigen wir uns lieber mit dem, was uns alle bedroht. Du hast völlig recht, okay. Nach allem, was wir bisher wissen, dürfte feststehen, dass es sich um eine organische Lebensform handelt. Offenbar ist sie in der Lage, durch so etwas wie perfekte Mimikrie Dinge ihrer Umwelt zu kopieren. Sergeant McGill, gab es zwei gleichartige Teppiche, als Sie mit Leutnant Fulton die Offiziersmesse betraten? Ja, Sir. Sie können von Glück sagen, dass Sie das Original benutzt haben. Ein Mikroskop, ein Badetuch, ein Teppich. Wer weiß, was noch alles kommt. Wir müssen nach Duplikaten Ausschau halten. Es gibt viele Dinge, die doppelt oder mehrfach vorhanden sind. Stühle, Strümpfe, Stiefel. Lexikonbände. Wem fällt schon auf, dass statt der 10 Bände 11 im Regal stehen? Ich konnte mich gerade noch in Sicherheit bringen, als sie das Ding auf mich stürzte. Ah, daher also der Sinneswandel. Sie mussten es erst mit eigenen Augen gesehen haben, bevor Sie es glaubten, wie? Ach, Unsinn. Fultons Füße haben mir genügt. Ich will nicht selbstgerecht sein, aber vielleicht hätte Leutnant Fulton seine Füße noch, Hall, wenn Sie... Ich habe mich bei Ihnen entschuldigt. Dann tun Sie es auch bei Fulton. Ich habe nur meine Pflicht getan. Der da hat Schuld. Friendly. Ohne seine Falschaussage. Ja, aus Angst vor Ihnen. Sie hätten ihm so wenig geglaubt wie mir. Trotzdem tut es mir leid, ich sag's nochmal. Ich weiß nicht, welcher Teufel mich da geritten hat. Mr. Friendly, Major... Lawrence Hall, als zivile Projektleiterin muss ich darauf bestehen, dass wir endlich wieder zur Sache kommen. Ja, das... Entschuldigung. Bitte. Hall meinte vorhin, die Bedrohung sei organischer Natur. Dann können wir diese Dinge auch vernichten. Ich meine, ausrotten. Ein paar haben wir schließlich schon getötet. Wenn es sich nicht um eine ins Unendliche teilbare Substanz handelt. Eine Art Protoplasma. Tja. Und inzwischen? Sind wir den Dingern oder dem Ding auf Gedeih und Verderb ausgeliefert? Sie wollten ja von Anfang an nicht glauben, dass es hier keine tödliche Lebensform gibt, Lawrence. Leider haben Sie recht behalten. Ich kann nichts dafür, Dave. Immerhin wissen wir nun, warum uns alles andere so harmlos erschien. Weil gegen einen derart perfekten Gegner nichts bestehen kann. Gegen den Menschen wird er unterliegen. Lassen Sie sich das von einem altgedienten Soldaten sagen. Wir werden mit allem fertig. Ja, und wie? Sehen Sie, Major. Da hinten in der Ecke stehen zwei Aktenordner. Vorher war nur einer da. Glaube ich jedenfalls. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich glauben soll. Das alles wächst mir über den Kopf. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich übernehme die Verantwortung für alles. Ich ordne jetzt den allgemeinen Alarmzustand an und lasse meine Leute die gesamte Station durchkämmen. Außerdem verfüge ich bis auf weiteres Ausgangssperre. Und Sie, meine Damen und Herren Wissenschaftler, sollten sich schleunigst daran machen, geeignete Gifte bereitzustellen. Ich rechne mit Ihrem Sachverstand. An die Arbeit, Leute. Den haut nichts um, wie? Ich frage mich nur, welchen Rat er für die armen Teufel hat, die sich im Moment außerhalb der Station aufhalten.
kleines Biest. Hey! Robert? Ja? Es ist Zeit für mich. Ich komme sonst zu spät zur Schicht. Schade, ich dachte... Ich bin fast jeden Tag hier unten am See. Wäre nett, dich näher kennenzulernen. Sagen wir, ist morgen früh um 10? Ist gebankt. Passt mir gut. Du, ich möchte jetzt das Wasser verlassen. Na und? Ich halte dich nicht fest. Ja, aber ich habe nichts an. Das war nicht zu übersehen. Ich habe ja auch nichts an. Und du hattest nichts dagegen, dass ich dir Gesellschaft leiste. Ja, ich weiß. Na, sei trotzdem ein lieber Junge und zieh eine halbe Minute lang weg, ja? Okay? Verstehe. Das Wasser ist so kristallklar, dass ich längst an den kleinsten Leberfleck... Bitte. Weibliche Logik. Ist ja gut, ich drehe mich um. So gut? Du bist ein Schatz. Wann darf ich mich wieder umdrehen? Gleich. Jetzt. Ich bin schon hinter den Büschen. Irgendwo muss doch hier meine Kleidung... Ah ja, da ist sie ja. Was ist denn mit... Was ist denn mit meinem Pullover los? Ich werde... Gail, warte auf mich. Ich komme mit zur Station. Hast du gehört, Gail? Gail, wo steckst du? Gail! 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 Schon 10 Tote. Gestern Abend hat er seinen Wachsoldaten erwischt. Stranguliert von einem Ding, das wie sein Gewehr aussah. Und heute Morgen Mrs. Dodds. Buchstäblich aufgefressen von einem Duschvorhang. Wir sind einfach machtlos. Für jedes dieser Dinger, das wir unschädlich machen, scheinen 3 neue aus dem Boden zu wachsen. Immerhin wissen wir jetzt, womit wir es zu tun haben. Das macht die Toten auch nicht wieder lebendig. Und was wissen wir denn schon Großartiges? Dass es sich um eine Art Protoplasmamasse mit fast unbegrenzter Anpassungs- und Wandlungsfähigkeit handelt. Na und? Was hilft uns das weiter? Setzen Sie Ihren Helm auf, damit wir anfangen können. Schon gut. Es kann losgehen. Ich fange hier vorne an und Sie am besten dort in der Ecke. Und vorsichtig beim Versprühen des Arsenwasserstoffes. Sie vergessen, dass ich vom Fach bin, Lawrence. Ich pass schon auf. Muss ich schon was bringen, David? Lawrence, Mr. Friendly, seid ihr da drin? Komm um Gottes Willen nicht rein, Stella! Wir arbeiten mit hochgiftigen Substanzen! Keine Sorge, ich habe das rote Warnlicht gesehen. Was macht ihr denn? Wir versprühen ein arsenisches Wasserstoffgemisch. Ich bezweifle, dass es den Organismen ernsthaft etwas anhaben kann, aber zumindest werden sie es nicht mögen. Ich will, dass Sie sich zeigen. Erst dann können wir einigermaßen abschätzen, wie viele von den Dingen sich bei uns eingenistet haben. Bis jetzt ist aber alles... Hey, Moment mal, darf ich was bewegen? Bei mir geht's jetzt auch los. Großer Gott. Ich hab nicht gedacht, dass es so viele sind. Vorsicht, Lawrence, hinter dir der Wundgewänder. Und der Mörser. Stella! Das müsstest du sehen können.
Stromkabel, Regalbrecher, Pipetten, Reagenzgläser. Kaum ein Gegenstand, den sie nicht kopiert haben. Und zum ersten Mal können wir ihre Struktur erkennen. Jedes dieser Wesen ist eine einzige große Zelle. Seid vorsichtig, wenn sie euch jetzt gemeinsam angreifen. Keine Sorge, das Gas macht ihnen zu schaffen. Sie schaffen es nicht mehr, ihre Tarnformen zu bewahren, sondern werden instabil. Aber wer weiß, wie lange das vorhält. Ich ziehe einen Schutzanzug an und bringe euch einen Laser. Das wirst du schon bleiben lassen. Wir haben schon so viel Wasserstoff eingesetzt, dass ein Laserschuss das Labor in die Luft jagen würde. Dave, wir haben genug gesehen. Kommen Sie, wir machen die Mücke. Wir haben praktisch keine Chance gegen sie. Das Ersehen hat sie ihre Form verlieren lassen, sie aber nicht getötet. Und wenn man die Dosis erhöhen würde? Eine hohe Konzentration von Arsen wird sie wahrscheinlich töten, aber wir haben nicht genug von dem Zeug und schließlich können wir nicht den ganzen Planeten damit behandeln. Und selbst wenn es technisch machbar wäre, das Resultat würde ein toter Planet sein, eine Wüste. Und wenn schon... Wir werden einen Weg finden, das Zeug zu vernichten. Und wenn diese Welt dabei draufgeht, dann geht's eben drauf. Major, ich muss Sie daran erinnern, dass wir hier sind, um einen Planeten zu erschließen und nicht um ihn zu zerstören. Naja, ob das wirklich so große Gegensätze sind... Lawrence, bitte, fahr mit deinem Bericht fort. Es sind riesige Einzeller, vergleichbar den irdischen Protozoen, nur eben in ganz anderen Dimensionen. Sie vermehren sich durch Zellteilung und das bedeutet, dass ihrer Fortpflanzungsfähigkeit praktisch keine Grenzen gesetzt sind. Dass sie zu perfekter Mimikrie in der Lage sind und ihre Opfer nahezu vollständig auflösen, ist ja jedem von uns hier inzwischen bekannt. Jedenfalls macht die Kombination dieser Eigenschaften sie zu perfekten Jägern, denen kaum beizukommen ist. Und was empfiehlst du uns zu tun, Lawrence? Wenn wir nicht alle wie Sergeant Fulton oder dieses Mädchen aus der geologischen Abteilung, wie hieß er doch gleich, Gail? Thomas, die kleine Gail Thomas. Armes Ding. Also, wenn wir nicht wie die beiden und all die anderen Opfer enden wollen, müssen wir sofort den Planeten verlassen. Ach, Unsinn. Denken Sie an all die Investitionen. Die sind so oder so futsch. Aber wir haben noch eine Chance, uns vor den Verdauungssäften der Einzeller in Sicherheit zu bringen. Wenn wir dagegen hier bleiben, werden wir absorbiert... Aufgelöst. Einer nach dem anderen. Also gut. Also gut, ich werde mich mit Systemkontrolle in Verbindung setzen und dafür sorgen, dass man uns schnellstmöglich abholt. Die Zentrale soll dann entscheiden, ob der Planet aufgegeben wird oder nicht. Das liegt außerhalb meiner Kompetenz. Sie machen einen Fehler, Mrs. Morrison. Man sieht es in der Zentrale nicht gern, wenn hohe Kosten auflaufen und Projekte verzögert werden. Das ist mein Risiko und nicht Ihres, Major. Sie nehmen die Gefahr in Kauf, die Organismen auf der Erde einzuschleppen. Als für die Sicherheit verantwortlicher Militärkommandant verbiete ich Ihnen, ein Raumschiff anzufordern. Lawrence, können die Dinger Lebewesen nachahmen? Höhere Lebensformen? Uns Menschen? Sie scheinen sich auf anorganische Objekte spezialisiert zu haben. Vielleicht könnten sie primitive Lebensformen kopieren, aber Menschen, nein, nö. Das halte ich für ausgeschlossen. Gut. Gut, dann werden wir ohne Gepäck und ohne Ausrüstung zurückkehren. Und natürlich auch ohne Kleidung. Nackt. Damit dürften Ihre Bedenken ausgeräumt sein, Major. Und die Entscheidung liegt wieder voll bei mir. Ich werde ein Schiff kommen lassen. Sie werden Ihre Schwierigkeiten haben, die Leute zu überreden, ihren Besitz zurückzulassen. Es wird Ihre Aufgabe sein, dies notfalls zu erzwingen, Major. Wie Sie wollen. Aber ich sage hier ausdrücklich für das Protokoll dieser Sitzung, dass ich mit Ihrer Entscheidung nicht einverstanden bin.
Sturmkreuzer Uranus also. Was hat Systemkontrolle sonst noch gesagt? Nur, dass die Uranus am dichtesten dran ist, auf dem Weg zur Erde und keine 2 Flugstunden von uns entfernt. Und dass Systemkontrolle sie auffordert, mit uns in Kontakt zu treten. Sie haben keine Einzelheiten geschildert. Ich habe nur gesagt, dass wir in Schwierigkeiten sind. Gut so. Vor einem Roboter haben wir uns nicht zu rechtfertigen. Aber wo zum Teufel bleibt unser Funkkontakt zu Uranus? Ich hab sie. Hallo, Raumkreuzer Uranus? Hier Forschungsstation Blau, Projektleiterin Morrison. Roger. Ich verbinde Sie mit dem Captain. Captain Daniel Davis, ich hörte, Sie haben Probleme, Miss Morrison. Roger. Wir brauchen Ihre Hilfe bei der sofortigen Evakuierung der Station. Dies ist ein Notfall. Wenn es Ihnen recht ist, werde ich Ihnen die näheren Einzelheiten erst mitteilen, wenn wir uns an Bord befinden. Roger. Warum nicht jetzt? Roger. Sie werden uns so oder so für verrückt halten. Also gedulden Sie sich bitte noch etwas. Roger. Ich bin von Systemkontrolle angewiesen worden, Ihnen zu helfen. Wir nehmen Kurs auf Blau, Roger. Danke, Captain. Wann können wir mit Ihnen rechnen? Roger. In etwa 2 Stunden, Roger. Captain Davis? Gibt es noch etwas, Miss Morrison? Roger. Wundern Sie sich bitte nicht, aber wir werden nackt an Bord kommen. Roger. Sind Sie noch da, Captain? Roger. Ja. Ich habe verstanden, Miss Morrison. Sie und Ihre Mitarbeiter kommen nackt an Bord. Roger. Danke, Captain. Und sorgen Sie doch bitte dafür, dass Kleidung für etwa 100 Personen in der Nähe der Luftschleuse bereit liegt. Sagen Sie, Captain, können Sie es vielleicht möglich machen, dass wir nicht allzu viele Zaungäste haben? Roger. Das mit der Kleidung geht in Ordnung. Ich hoffe, dass jeder etwas Passendes findet. Unterwäsche und einfache Overalls dürften in ausreichender Anzahl an Bord sein. Und wegen der anderen Sache machen Sie sich bitte keine Sorgen. Alle Besatzungsangehörigen bleiben auf Station und die Außenbordkameras lasse ich ausschalten. Roger. Nochmals vielen Dank, Captain. Sie helfen uns sehr. Roger und out. Es ist jetzt 14.50 Uhr. Das Schiff durfte in etwa einer Viertelstunde landen. Wir sollten uns allmählich bereit machen. Die anderen haben ihre Kleidung schon abgelegt und warten im Foyer des Hauptgebäudes. Na also, worauf warten wir noch? Können wir nicht erst draußen? Ach, komm schon, Schatz. Du weißt doch, dass wir verhindern müssen, dass irgendetwas von unseren Sachen in Kontakt mit dem Raumschiff kommt. Es ist wirklich besser, wir lassen alles hier zurück. Ja, ist ja schon gut. Hast ja recht. Meine Waffe lasse ich nur ungern zurück. Sie sehen doch, das ist ein Stück Stahl, Major, und kein... Ausnahmsweise gehorchen Sie bitte mal meinen Befehlen. Die Waffe bleibt zurück. Na schön. Sie sollen das Ihren Willen haben. Das Raumschiff Uranus ist soeben eingetroffen. Bitte verlassen Sie sofort die Gebäude und begeben Sie sich unverzüglich zum Landeplatz. Ich wiederhole, so das Raumschiff Uranus ist soeben Ich habe die Landung gar nicht gehört. Bitte verlassen Sie sofort die Gebäude und begeben Je früher, desto besser. Komm. Zum Landeplatz. Ja. Ich wiederhole. Das Raumschiff Uranus ist soeben eingetroffen. Gott sei Dank. Jetzt sehen wir die Erde doch schneller als erwartet. Das wird nur ein kurzer Urlaub. Warten Sie es ab. Verzeihen Sie, Major, aber ich muss es einfach loswerden. In dieser Stunde, nackt, wirken Sie zum ersten Mal wie ein Mensch auf mich. Unterlassen Sie die Unverschämtheiten, Friendly. Verzeihung, Major, ich habe mich wohl doch getäuscht. Ihre innere Uniform haben Sie nicht abgelegt. Dave. Schneller. Man wartet schon auf uns. Wir scheinen die Letzten zu sein. Was für ein Anblick. Eine Horde von nackten Männern und Frauen. Irgendwie ist es wirklich die Vertreibung aus dem Paradies. Eine Schande. Das wird uns anhängen, solange wir leben. Ach, hören Sie doch auf. Denken Sie lieber daran, dass wir leben werden. Lawrence? Ja, Liebes?
Ich fühle mich so seltsam. Komm, vergiss es. Niemand starrt dich an. Wir sind alle in der gleichen beschissenen Lage. Das ist es nicht, Lawrence. Ich habe Angst. Angst? Warum denn, Stella? Du brauchst keine Angst zu haben. Wir haben es geschafft. Die fremde Lebensform kann uns nichts mehr anhaben. Jetzt nicht mehr. Ich habe trotzdem Angst. Ich weiß nicht, warum. Versuch nicht mehr daran zu denken. Lawrence! Mrs. Morrison, wo bleibt ihr denn? Schon gut, Dave, wir kommen. Bitte, Liebling, nur die paar Stufen die Gangway hinauf. Dann sind wir in Sicherheit. Lawrence, lass uns zurückgehen. Bitte. Zurück in den sicheren Tod? Ja. Stella, ich will mit dir leben. Komm schon. Na, also, siehst du, wir haben es geschafft. Mein Gott, begreif doch, wir sind in Sicherheit. Wir haben es geschafft. Das einfach nicht. Warum melden die sich nicht? Wo wir doch fast auf die Sekunde genau gelandet sind. Exakt 2 Stunden und 2 Minuten nach dem Funkkontakt. Wo stecken die verdammt nochmal? Ob sie nun nackt oder sonst wie kommen, Hauptsache sie kommen endlich. Ja, vielleicht sind ihre Schwierigkeiten größer als erwartet. Mir reicht's jetzt. Schalten Sie die Außenbordkameras ein. Okay, Sir. Absolut nichts von den Leuten zu sehen, Sir. Und die Station liegt da, als sei sie von Mann und Maus verlassen. Ja, wenn die sich einen Scherz erlauben, dann sollen die mich kennenlernen. Jenkins, Sie versuchen jetzt zum letzten Mal Funkkontakt aufzunehmen. Wenn es nicht klappt, stellen wir einen Expeditionskorps zusammen. Zu Befehl, Sir. Benutzen Sie den offenen Kanal, ich will mithören. Raumkreuzer Uranus ruft Station Blau. Raumkreuzer Uranus ruft Station Blau. Roger. Raumkreuzer Uranus ruft Station Blau. Raumkreuzer ruft Station Blau. Roger. Es ist sinnlos. Schalten Sie ab. Hier Station Blau. Roger. Na endlich. Hier Captain Davis vom Raumkreuzer Uranus. Wer spricht dort? Roger. Roboter DLS 156, Sir. Roger. Verbinden Sie mich mit Mrs. Morrison, DLS 156. Roger. Mrs. Morrison ist nicht anwesend, Sir. Roger. Dann mit Major Wood, Roger. Major Wood ist nicht anwesend, Sir. Roger. Verflucht, dann mit irgendeinem anderen Stationsangehörigen. Halt uns nicht länger auf, DLS-Dingsbums, Roger. DLS 156, Sir. Mit wem möchten Sie bitte sprechen? Mit Roboter BK 1976, Roboter DLS 143. Roboter. Schluss damit! Ich will nicht mit einem Roboter sprechen, sondern mit einem Menschen. Der letzte Mensch hat vor 17 Minuten die Station verlassen, um sich an Bord eines Raumschiffs zu begeben, Sir. Roger. Was? Es gibt im Umkreis von mehreren Lichtjahren kein anderes Raumschiff als die Uranus. Was soll denn das für ein Raumschiff gewesen sein, Roger? Informationen war es der Raumkreuzer Uranus. Ihr eigenes Schiff, Sir. Roger. Du musst defekt sein, DLS 156. Die Uranus ist erst vor 5 Minuten hier gelandet und wir haben keinen deiner Leute an Bord. Roger. Ich bedauere, Sir, aber ich verfüge nur über die Information, dass Sie mit Mrs. Morrison vereinbarten, etwa 2 Stunden nach dem Funkkontakt auf Blau zu landen. 15 Minuten vor der vereinbarten Zeit erschien ein Raumschiff, das vom menschlichen Personal der Station für die Uranus gehalten wurde. Es nahm alle Menschen an Bord und verschwand. Roger. Hm.
Weg ist es, das Raumschiff. Und mit ihm die Menschen. Die Kolonie von Philip K. Dick. Ein Hörspiel von 1986, produziert vom Süddeutschen Rundfunk mit folgender Besetzung. Lawrence Hall wurde gesprochen von Klaus Herm, David Friendly von Peter Rühring, Stella Morrison von Eva Garg, Major Wood, Klaus Beusen, Gail Thomas, Hedi Kriegeskotte, Robert Hendricks, Siegfried Gressel, Captain Davis, Wolfram Weniger, Barbara Taylor, Sigrid Seigel. Die Sekretärin wurde gesprochen von Barbara Kozaristschuk, der Roboter von Gustav Gromer und Mrs. Dodds von Lieselotte Neumann-Hoditz. Und